Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, meine Lieben. Und ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, mein Kind wird im Jahr 2023 eingeschult. Ja, wie die Zeit vergeht, es ist jetzt soweit. Das gibt mir natürlich den Anlass, eine völlig neue Serie hier auf meinem YouTube-Kanal zu starten. Und zwar werden wir ab Januar 2023 so ziemlich alle Schulranzenhersteller, die es aktuell auf dem Markt gibt, in einzelnen Videos vorstellen. Und um euch auch schon mal ein bisschen einzustimmen, habe ich mir überlegt, kommt ein Video schon dieses Jahr. Und zwar habe ich mir dafür den GMT von GMT Bags ausgesucht. Mein Kind ist ein riesiger Dino-Fan. Darum ist das Ganze auch in diesem Dino-Design geworden. Und ich würde sagen, ich stelle euch den heute einmal komplett vor. Wir wiegen das Ding einmal. Ich zeige euch alles rundum, was ihr damit machen könnt. Und zum Schluss zeige ich euch auch noch, wie das wie der Rucksack an meinem Kind sitzt. Ich würde sagen, wie immer, nicht lang schnacken, wir fangen mal an. So sieht das gute Stück aus. So sieht quasi dann die Trageseite aus. Wichtig ist ja für die meisten, das habe ich jetzt auch schon gelernt, dass alle Schulranzen diese ganzen ergonomischen Formen haben. Jeder hat da so ein bisschen sein eigenes Patent oder seine eigene Variante davon. Bei GMT haben wir ein 6-Punkt-Entlastungssystem, was natürlich für GMT dann auch patentiert ist, also das haben nur die. Das heißt, ihr habt hier Druckpunkte, die sich auch oben über die Schultern widerspiegeln, insgesamt 6 Stück, wie ein T, und das gibt dann eine gute ergonomische Vor- und ist natürlich dadurch auch atmungsaktiv. Der Schulranzen ist im Endeffekt von der Klasse 1 bis zur 5 von 115 bis 150 cm tragbar. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Schnallen zu verschieben. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal direkt an meinem Sohn. Was wir noch auf der Rückseite sehen, ist, dass die hier eine schöne S-Form haben. Das heißt, die passen sich quasi dann auch schön hier oben über die Schulter an. Aber auch das seht ihr dann gleich nochmal direkt an meinem Kind. Wir haben Reflektoren, das heißt, er wird dann halt auch von vorne gesehen. Wir haben aber auch Reflektoren an der Rückseite und an den Seiten, also rundum, wenn es dann in die dunkle Jahreszeit nächstes Jahr gibt und er dann im Straßenverkehr unterwegs ist, dass er dann auch überall gesehen wird. Kommen wir mal zu den wichtigsten Sachen bei so einem Rucksack. Ihr habt diese Klettpads. Nein, natürlich nicht. Aber das ist für die Kiddies ja mal ganz wichtig. Da gibt es dann auch hier eine komplette Tasche mit dazu, wo ihr dann welche zum Wechseln habt, je nachdem, was ihr für ein Design habt. Wie gesagt, es gibt ja zig verschiedene Modelle mit zig verschiedenen Motiven. Und dann habt ihr auch immer die Möglichkeit, den individuell zu gestalten, indem ihr dann mit diesem Klettverschluss die Kinder selber entscheiden lasst, was sie heute für ein Klett drauf haben, was nicht. Noch dabei habt ihr ein Regencape in einem sehr gut auffälligen Farbton. Natürlich ist so ein Rucksack immer ein bisschen wasserabweisend, aber wenn natürlich jetzt dieser Starkregen kommt oder es permanent durchregnet, dann macht es immer noch mal Sinn, den einmal komplett zu schützen. Und ihr seht schon, dadurch auch nochmal mit Reflektoren, ich glaube, den übersieht dann keiner mehr. So, packen wir mal die beiden Sachen an die Seite. Kommen wir jetzt zu den wichtigen Sachen. Wir haben an der Seite Platz für die Trinkflasche. Bei den Fächern ist es so, ihr habt hier ein Gummi. Das heißt, die liegen immer flach an, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, ist dementsprechend zu vergrößern, wenn ihr die Flasche reinpacken wollt. Das Ganze habt ihr auf beiden Seiten. Vorne unten habt ihr noch eine große Tasche. Ich würde mal sagen, das ist so gerade in den ersten Schuljahren eher wahrscheinlich so die Sammel- und Krimskramsbox. Gleich darüber habt ihr eine große Tasche. Da könnt ihr dann, wir sind noch nicht gut ausgestattet, darum behilfsweise euer Schulmäppchen reinpacken. So sieht das Ganze dann aus und das könnt ihr auch wieder verschließen. Übrigens dabei sei noch gesagt, die Reißverschlüsse sind alle in einer schönen Größe, dass die Kinder auch gerade im kleinen Alter sie ordentlich vernünftig anpacken können. Das zieht sich einmal rundum um den ganzen Schulrucksack. Hier oben habt ihr noch eine Tasche drin, die dann für die Brotdose zum Beispiel. Passt dann auch sehr gut rein. Ich zeige es euch so nochmal. So, dann haben wir die Taschen außen soweit abgehakt. Direkt darunter, ihr seht schon, ist noch ein Reißverschluss. Damit könnt ihr, und das ist das Schöne, ihr könnt den Rucksack komplett aufklappen. Also ihr habt komplett 180 Grad, könnt ihr den aufklappen. Hier ist auch gleich schon für den ersten Stundenplan ein kleines Fächchen dabei. Wenn ihr da jetzt reinguckt, seht ihr auch, die Form ist rechteckig, das heißt, ihr könnt die ganzen Schulbücher ordentlich reinpacken und es gibt keine Eselohren. Also es knickt nichts weg.
Ne, dadurch, dass er halt so ein rechteckiges Layout hat. Gleich ganz hinten habt ihr ein Fach für die schweren großen Bücher, dass die möglichst gut am Rücken liegen, ne, dass der Rucksack also nicht so weit nach vorne gezogen wird. Darunter habt ihr noch ein Fach für leichtere Sachen und ganz vorne habt ihr nochmal ein extra Fach, könnt ihr so nochmal sehen, für die kleinen Bücher oder das Schlampermäppchen, was ihr dann noch so habt. Hier vorne drin ist nochmal ein ganz kleines Fach, wenn ihr, weiß ich nicht, vielleicht mal fürs Portemonnaie oder so, also irgendwas, was nicht einfach so im Rucksack rumfliegen sollte. So, wir packen das Ganze mal aus, denn uns interessiert natürlich auch, stimmen die 750 Gramm Leergewicht? Darum habe ich mir den auch damals ausgesucht. Es ist einer mit der leichtesten Rucksäcke. Und das wollen wir natürlich jetzt auch gucken. Dafür, faires halber, müssen wir ihn natürlich auch leer machen. Ich sehe schon, später in der Schule wird es viel Kram geben, was die Kinder mitschleppen müssen. Darum werden wir jetzt mal schauen. Also, habe ich alles raus? Ich habe alles raus. Dafür habe ich mir eine Kofferwaage besorgt. Da hängen wir den Guten jetzt mal dran. Und wir haben sogar nur 740 Gramm. Also da sind wir mit 750 Gramm ganz gut unterwegs mit der Herstellerangabe. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch, wie sieht es aus, wenn der Rucksack vollgepackt ist. Dafür packe ich noch einmal wieder an. Er ist wieder gefüllt, Kofferwaage ist da, reingehangen, oh ja. Und wir sind bei 2,5 Kilo. Von 740 Gramm Leergewicht zu 2,5 Kilo. Also ihr seht schon, meine Lieben, es macht durchaus Sinn, darauf zu achten, dass der Rucksack als Leergewicht schon nicht ganz so schwer ist. Weil selbst mit dieser, ich sage jetzt mal, geringen Ausstattung, die wir aktuell haben, sind wir locker schon bei 2,5 Kilo, die der Kleine dann tragen muss. Ihr seht, 2,5 Kilo ist schon ein ordentliches Gewicht. Daher umso wichtiger, aber das haben mittlerweile ja alle Hersteller heutzutage, dass wir wirklich rückenschonend hier alles haben, dass das für den kleinen Mann nicht so schwer ist. Ich würde sagen, ich habe euch alles soweit vorgestellt um den Rucksack rum. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie es am Kind aussieht. So, wir sind jetzt eine Etage tiefer gefahren. Hier ist der Rucksack, da ist mein Sohn. Magst du ihn einmal aufsetzen? Perfekt. Einmal noch drehen. So. Die Schnalle. Super. Okay. So, ihr seht schon, wir haben die Schnalle jetzt so weit auf seinen Brustkorb eingestellt, dass es hier perfekt passt, dass die S-Form hier quasi über die Schulter geht, dass der Rucksack hinten nicht ganz so hoch sitzt, aber mit seinen Schultern abschließt. Und ihr seht schon, dadurch formt sich das Ganze jetzt hier hinten auch an, dass wir noch atmungsaktiv sind, aber dass der Rücken ordentlich gestützt ist. Naja, aber es ist ganz schön schwer. Das ist jetzt 2,5 Kilo, aber du hast ja noch ein Jahr Zeit zu trainieren. So, drehe ich einmal kurz um, dass die Leute auch mal sehen, wie du von hinten aussiehst. So, ne, ihr seht es, der schließt hier hinten ab. Ihr seht es von der Seite. Das liegt direkt an den Schultern an. Also so kann das Ganze dann losgehen. Und wie gesagt, bis 150 cm könnt ihr ihn so über den, drehst dich noch einmal ganz kurz um, dass wir nochmal den, über den Brustkorb hier hochschieben oder dann natürlich, umso größer wird, runterschieben. So sieht das Ganze dann aus. So, mein Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten Eindruck von dem Schulrucksack vermitteln. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Video von vielen. Ab Januar 2023 starten wir dann mit der kompletten Serie mit vielen Herstellern, die ich da vorstellen darf. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht jetzt schon vorab ein paar Ideen geben, was es denn alles zu beachten gibt bei der Auswahl des richtigen Schulranzens. Natürlich abgesehen von der Optik, dem Kind muss es ja irgendwie auch immer gefallen. Aber wie gesagt, ich finde für mich persönlich, und das war auch das, wonach ich am meisten geschaut habe, ist das Leergewicht des Rucksacks und natürlich die ergonomische Sache, dass es vernünftig und gut sitzt und dass er gerade, ihr habt es gesehen, 2,5 Kilo, dass die auch vernünftig dann später von zu Hause zur Schule hin und auch wieder zurückgetragen werden kann, ohne dass er irgendwie Rückenschmerzen oder was bekommt. Solltet ihr noch Fragen haben zum Rucksack, stellt sie gerne unten in die Kommentare. Solltet ihr noch Anregungen haben oder Vorschläge, schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, das ist das erste Video. Ich bin dankbar über Feedback. Und an der Stelle sage ich nur vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt.
Und dann sehen wir uns auf jeden Fall mit der Schulserie im Januar wieder. Und die nächsten anderen Videos, die kommen zeitnah auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye.